Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 22 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg und das wird auch erstmal so bleiben auf YouTube, dass ich hier eine Karriere mit Wolfsburg mache. Viele haben mich jetzt gefragt, wie wäre es mal mit einer anderen Karriere, Hamburg oder so als Beispiel, da fehlt der Name. Das könnte man überlegen und zwar auf der Plattform Twitch im Stream. Das wird auch bald losgehen, wenn ich wieder besseres Internet habe. Und dann könnt ihr natürlich mit dabei sein und könnt eure, also dann können wir zusammen live Entscheidungen machen, Spieler holen, aufstellen und sowas. Das finde ich besser. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also FIFA-Karriere als Beispiel jetzt Hamburg zu streamen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr es gerne wollt oder nicht. Jetzt kommen wir, also auf YouTube als Let's Play kommt das jetzt erstmal nicht. Ich habe dazu auch nämlich nicht viel Zeit. Ich bin gerade Far Cry dran und dann FIFA. Und nebenbei halt noch Warzone. Also es, und ich arbeite nebenbei. Also ich kann jetzt nicht von YouTube leben. Und das ist auch nur mein Hobby. So, gehen wir jetzt rein gegen Leipzig, DFB-Pokal, Startformation. Seht ihr jetzt? Wird eine schwere Aufgabe. Let's go. Ganz viel Kevin besser Campbell wird ist der Weg natürlich nach dabei. Leipzig. Ja. Zuletzt konnte er Drei seine Tore hat Karriere er gemacht in den beenden. letzten Partien. Bleiben Sie dran, Also jetzt Achtung. geht's hier live Wir bei haben den DFB Vorteil, dass wir ein Pokal. Heimspiel haben Für und da unseren so sollten wir es auch Zuschauer und für angehen. unseren Zuschauer wird das Mutig. Spiel hier auch noch gehen. Von daher glaube ich, es wird eine spannende Partie. Fairer Einsatz hier. Schlager. Bedient der Schöner Boadus Pass. abseits, oder? Nee, kein abseits. Schönes Dribbling hier. Und, Endlich ach, hat er gut sich gefangen. gehalten. Erste gute Chance. Wäre der überhaupt reingegangen? Ja, der hätte gepasst. Ecke kommt in Und den 16er. jetzt Almada köpft den rein. 1 zu 0. Wieder nach dem Eckball. Richtig geiler Kopfball. Schlager liefert da die Vorlage. Wir schauen noch mal auf die Perfekt Wiederholung. reingespielt. Ausgangspunkt ist der Eckball und dann ist er stark. Boah, jetzt ist das Netz dazwischen. Unwiderstehlich, wie er Aber da mit geiler dem Eckball. Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht Nice, mehr wir zu führen. stoppen. Hier sehen wir es nochmal besser. Sarracchi kann daran auch nichts ändern. Ne, der ist einfach knapp unter die Latte. Geiler, geiler Kopfball von Almada. Wir führen 1-0 in der 8. Minute. Richtig, richtig wichtig. So, da hätten wir also das. Oh, Schlager ist so wichtig für uns. Jetzt können Sie in Angriff Ah, starten. Tonali, den hätte er eigentlich haben müssen. Könnte der Ausgleich sein. Sehr Ah, gut und da gemacht. ist der Ausgleich. Da sahen wir nicht gut aus. Und das ist das 1-1. Aus dem laufenden Spiel heraus. So, nochmal die Ärgerlich. Wiederholung. Die Szene Da, wird mit dem Quaresma Trainer kommt da gemacht. nicht richtig Gianluigi hin. Martinez hat Lacroix gesagt, es sei abgefälscht. nicht Ja, so und wenn nicht ganz Lucanet. das Spiel und der Schade. Erfolg Treffer fällt. Das 1-1. ist Leipzig leider muss weg, für wechseln, Wolfsburg verletzungsbedingt. alles andere als dem 1 zu 1 nach 1-1. neun Geht Minuten. hier gut los. Helles Ding gegen Und das Tor. Er Schlager. nimmt sich einfach mal raus. Schuss. Tyler Adams. Kein guter Zweikampf. Mühelos geht er da vorbei. Ich Oh, glaube, gar das kein Tor sieht schlechter hier Versuch. doch Leipzig ist hier besser. sich ganz genau. Es spielt hier nur Leipzig Da gerade. könnte was entstehen. Barco gewinnt da nicht den Ball. Tonali müsste da Weiter jetzt mal Ball hin. am Tor weg. Da haben Jetzt sie könnte es mehr vielleicht. Chancen. Die Chance auf den Konter. Ah, guter Ball. De La Ganz Vega. alleine. Den muss er jetzt machen. Die Riesenchance. Oh, den macht er nicht. Das gibt es nicht. Aber es war auch. Langer Einwurf, vielleicht geht's jetzt schnell. Und die nächste Gut Chance für abgewehrt, Leipzig, dass sie das aber Tor. Ja, stramm war. Lacroix mit dem Seitenwechsel kommt sogar an. Und jetzt Lucanet. Bedient der De La Viga. Flanke geht Und hoch. Ja, Almada gegen die sehr Laufrichtung und dann gefährlich nochmal geworden. abgefälscht. Ja, das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Nochmal Bei eine dieser Chance für Höhe uns am kommt Ende. Lucanet jetzt auf die Tour. Und Eckball. Wieder Ecke kurzer kommt in die Pfosten und Mitte. da. Und die Kommt Situation jetzt ist Doku. leer. Stellst du den rein? Er versucht es wenigstens. Und da ist De La Eine Viga. klasse Parade. Das Die kann nicht sein. Also den allerletzte müssen wir reinbringen. Quer des Abseits. Fahne geht Nur sofort hoch. 1-1 zur Ich glaube, Halbzeit. das war's. Und wir sind gespannt, ob die Partie ähnlich weitergeht. Die Leipziger machen Druck.
Oh. Das sehen wir nicht gut aus. Fontenot und hat ihn. Grätsche von Luka Netz. Vielleicht muss er sie oder kann er sie noch stärker mitreißen. Starker Zweiger. Baku. Klasse Pass. Boah, du ist. Den macht er. 2-1. Richtig guter Konter über Baku, den ich eins jetzt nach vorne gestellt habe. Rechtsverteidiger-Situation sah ja nicht so gut aus. Seine Qualitäten liegen halt offensiv und Boadus macht ihn rein. Da, richtig guter Pass von Baku. Und Boadus entscheidet sich für das Eck, wo der Torhüter drin steht. Hätte auch schief gehen können. Aber ja. Da wäre sogar beinahe dran gewesen. 2-1, das sollten wir jetzt auch halten. 60. Minute, bisschen. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Und jetzt noch von Barco. Barco. Und Kalavinga. Keeper ist da. Schlager. Und da ist Boadus. Beinahe geht er rein. Wir müssen jetzt vielleicht mal ein bisschen mit Ballbesitzfußball gegen antworten. Kein Elfmeter bitte. Ach, Kareshma kann da klären. Mal höchste Konzentration, 80. Minute. Und wieso geht mein Torhüter denn raus? Patino. Nimmt der Barco mit, das müsste es jetzt sein. Barco kann alles klar machen. Er macht alles klar nach diesem Eckball. 3-1. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Nach dem Eckball Konter. Wie gesagt, wir sind keine Ballbesitz-Fußballmannschaft. Nicht gegen Leipzig. Und Barco schließt richtig gut ab. 3-1, das müsste es gewesen sein. Wir werden eine Runde weiterkommen. Viertes. Wieder Konter. De La Viga. Macht er den jetzt selber? Nee, er nimmt Patino mit. 4-1. Das ist Game Over. Oh Gott, wieso wackelt denn die Kamera so? Patino trifft auch. Das ist den, den wir kostenlos bekommen haben, weil er vereinslos war. Keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher. 4-1, jetzt wird es doch recht deutlich. Aber das ist auch kein Wunder, wenn man mit 3-1 noch so hoch am Pressen ist. Aber Leipzig muss ja aufmachen. Und damit ja, gewinnen wir. 4-1 gegen Leipzig. Souveräne Vorstellung. Dann sehen wir uns gleich im Menü und im nächsten Spiel. Bis gleich. Gut, als nächstes geht es dann jetzt gegen Mainz. Wir sind Dritter, Mainz ist Zwölfter, also ja, mittelmäßige Platzierung, haben aber nichts mit dem Abstiegskampf, glaube ich, zu tun, aber ja, sollten wir trotzdem nicht unterschätzen. Wir sind Dritter, könnten jetzt an Leipzig vorbeiziehen, wenn wir mehr Tore schießen und Leipzig verlieren sollte. Let's go! Sind wir da? Mateta ist 8 Tore. Top-Torjäger ist er, glaube ich. Ja, müssen wir aufpassen, auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch gute Spieler. Baku. Langer Ball auf Sessegnon. Und da ist Hoslek mit dem 1-0. Wir führen. Richtig guter langer Ball auf Sessegnon. Da kommt dieses Tor noch mal. Und der bereitet vor. Und dann machen sie aus Hoslek tropft einfach nur ab. 1-0. Geiles Tor. Da zeigt es an. Und dann kurzer Eck. Ja, sieht der Torhüter natürlich auch nicht gut aus. Aber auch schwer zu sehen vor dem Stadtmann-Spieler. 1-0. 10. Minute. Wir führen wieder früh. Auch schon gegen Leipzig. Barbo, den hat er, den muss er haben. Hat er.
mein Gott. Oh, wir hatten Glück für uns. Was sind das denn jetzt hier für Fehler, die wir spielen? Alter Schwede, also zwei Fehler jetzt in der Hintermannschaft. Ach, guck. Mit der Flanke. Aufpassen jetzt. Oh, was machen wir denn in der Hintermannschaft? Also, Mainz kann jetzt nochmal in Ruhe aufbauen nach diesem Konterversuch, der schief geraten ist. Aber sie machen es langsam. Hey, Nobi passt hier auf. Vielleicht jetzt nochmal der Versuch anzugreifen. Hey, war das nicht abseits? Ah, wir schießen unseren eigenen Mann an, deswegen. Gut, 1:0 zur Führung. Mainz ist trotzdem nach dem Tor besser. Oh, vorsichtig. Das sind die Situationen, die meistens zum Gegentor führen. Erfahrungsgemäß, zweimal abgewehrt von Ednuri, wichtig. Trotzdem, oh, was machen wir denn da? Oh, wieder abgefangen. Also das Zuspiel nach vorne lässt gerade bei unserer Mannschaft zu wünschen übrig. Lacroix muss ihn haben, hat er nicht, aber Kipper ist da. Oh, Lacroix hat ihn, Zandot hat ihn, meine ich. Er ist halt auch noch da. Ah, jetzt meint, die wollen es wissen. Und das ist abseits. Beziehungsweise Martin Fando. Nimmt da Camavinga mit. Der kann jetzt mal ein bisschen laufen. Schlager schließt dann mal wieder ab. Und da ist Yashirin abgefälscht. Der versucht ihn zu schlänzen. Abgefälscht. Und jetzt nochmal ein Standard. Der bringt die 2:0 Führung. Hosleck macht ihn. Wieder Eckball. 2:0 Hosleck. Das Spiel müsste gelaufen sein. Peace jetzt. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist der geiles Tor. 2:0. Er setzt sich da halt gut durch und der passt aber Hage. Ach, den hat er sogar noch. Also ein bisschen Glück gehabt, dass der Verteidiger den nicht rausköpft, aber das ist es gewesen. Das Spiel werden wir safe gewinnen. Jetzt immer Ausleck. Und da Schlager mit und der mit dem Abschluss. Sieht gefährlich aus. Camavinga. Oh. Der beinahe ein Traumtor geworden, nochmal der Schuss. Jetzt wird es zwingender Schlager. Nochmal Eckball, Hosleck. Nee. Da kommt denn keiner mehr hin. Die gewinnen trotzdem 2:0. Souveräne Vorstellung. Hinten nichts zugelassen. Zwei Tore gemacht. Eine Standardsituation bringt uns den Sieg. Sehr schön. Wir sehen uns dann gleich im Menü. So, das war's dann mit dieser Folge. Als nächstes geht's dann gegen City. In die Rückrunde starten wir der Gruppenphase. Sollten wir gegen City gewinnen, sind wir safe weiter. Unentschieden sind wir eigentlich dann auch so weiter. Es sei denn, Bitchik, das gewinnt dann nochmal. Hätten dann 6 Punkte. Könnten uns dann theoretisch noch überholen, wobei ein direktes Spiel hätten wir noch. Also, sollten wir jetzt noch 2 Punkte holen, sind wir, glaube ich, safe weiter. Würden zwar unentschieden sein. Mal gucken. Keine Spekulationen. Nächste Folge entscheidet sich dann, ob wir weiterkommen oder noch bangen müssen. Gegen City wird es auf jeden Fall schwer. In City wird aber ein geiles Spiel. Bleibt dran. Lasst gerne eine Bewertung und auch ein Abo da. Zum Thema andere Karriere. Nicht mit Wolfsburg habe ich am Anfang was gesagt. Nochmal der Hinweis. Schreibt gerne einen Kommentar, ob wir es auf Twitch streamen sollen. Zusammen. Ihr könnt eure Entscheidung mit einfließen lassen. Live. Gut. Das war's von mir aus. Wir sehen uns morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.